Ah, nee, da ist keiner reingefallen, die ist einfach nur. Na, ihr beiden. Oh, weißt du was? Warte mal. So. Und die nämlich an der Enge quasi zusammentreiben. So, und warte mal. War hier nämlich das eine. Nummer zwei haben wir jetzt hier. Da. Zack. Boxerpuppe, Boxerpuppe. Kann sein, dass wir das hier vorne nicht erledigen müssen. Aber einfach mal mit. Folgendes. Direkt wieder, ne? Ich glaube, den muss man mit dem Speer erledigen. Da habe ich im Prinzip eine Erste-Hilfe-Arznei für Low ausgegeben. Klopf, klopf! Ja, dann. Noch einer. Scrub Powder. So, immer kurz mal hier drin eine flüssige Chemikalie mitnehmen. Die habe ich nämlich gesehen, keine Sorge. So, und mit der flüssigen Chemikalie würde ich auch nochmal direkt hier eine Erste-Hilfe-Arznei machen. Ist egal. Zersplattert der Kopf, wenn wir den auf Bein treten. Ich verstehe das nicht so ganz. Aber ist ja egal. Seibu! 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 Ja. Da hinten kommen zwei. Halt den Weg. Oh oh. Zerstampfen.
der hat's auch hinter sich. Zwei dann schon mal weg. Was mit dem dritten? Oh, eine Boxerpuppe, geil. Fliegen einfach, ne? Herrlich. Da gehe ich kein Risiko ein. Den Arm wollte ich zwar nicht mit dem Speer erledigen. Noch eine Boxerpuppe. Jetzt geht's aber los. Aber sicher ist sicher. Okay, was ist das hier? Hä? Was ist das denn hier für eine Bewandtnis? Gut, wir haben noch Metallschrott. Ich mache noch mal gerade zwei Speere. Dann haben wir jetzt fünf. Unten wird ja wahrscheinlich nichts sein, ne? Und ja, noch ganz ehrlich, ist mir aber egal. Wir werden dann Speere brauchen und bekommen am Ende dann vielleicht noch eine Champions-Puppe oder sowas, aber das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. Ja, speichern. Und noch eine Boxerpuppe. Wir haben jetzt insgesamt 11. Cool. Speichern. Auf jeden Fall. Bei dem Part will ich ehrlich gesagt nicht nochmal machen. Das riecht so ein bisschen nach Bosskampf gerade, ne? Kriegen wir auch nochmal eine Made. Eine dicke, fette Weiße. Ein Friedhof. Okay. Gut. Da vorne ist eine Tür. Was? Da ist eine Holzkiste und in der Holzkiste ist ein Ast. Ah, verdammt. Alle Bombe auf den Boden legen. Au, 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 au. Warte. Ach Mann. Gewesen.
Wie hält der aus, Mann? Oh, wir haben nochmal. Explodieren nochmal Damage, deswegen müssen wir da weggehen. Boah, war der nervig. Ist hier wenigstens eine erste Hilfe-Arznei oder so drin? Ja, danke schön. Gut, gut. Wir haben zwar noch ein paar Snacks für auf der Hand, aber. Das ist jetzt ein paar Speere gekostet. Zu besiegen, eine Boxerpuppe, geil. Diese Kotzer zu besiegen mit Joe ist schon echt scheiße. Das ist doch eine Falle. Das rieche ich doch bis hierhin. Loot? Loot, Loot? Das ist ein verdammter Sakrileg. Kein Loot? Natürlich, Cthulhu. Jack? Was zum Teufel? Was, Jack? Dann erklärt das es mit Zoe. Jack lebt noch? Aber der wurde doch kalzifiziert. Erkennst du deinen Bruder nicht mehr? Fuck ich nicht! Fass dich nicht an! Jack! Wir dürfen doch rausgucken. Lass mich gefälligst raus! Die Familie! Wie kannst du mir sowas antun? Lass mich gefälligst raus, Jack! Okay. Überlebt. Mist. Mensch, Jackie Boy. Was ist nur passiert? Boy. Jack der Jüngere? Oder der Ältere? Vor allem, was hat er vor? Das ist jetzt so die Sache. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Angriff von einer unbekannten Biowaffe. Bakerhaus Camp wird angegriffen. Muss dasselbe Ding wie bei der Basis sein. Was zum Teufel? Er stirbt nicht! Rückzug, Rückzug! Da bist du ja, du dreckiges Schwein. Na dann mal los. Auf zu Baker Farm, ha? Alles klar. Einmal speichern. Das Gefühl, wir steuern auf den Showdown hin. Wir hören Schüsse. Doch wir. Fäuste. Und sprechen. Und wo Worte nicht mehr helfen, das helfen schlagende Argumente. Oh, nö. Nö.
Oh. Advanced. Was zur Hölle ist das? Eines ihrer Spielzeuge? Left. Einsatzbereit. Kräftiger linker Schlag. Wir sind jetzt Godfist Joe! Halten für einen aufgeladenen Angriff. Godfist Joe. Wo sind denn die Großen, hä? Seid ihr auch noch da? Oder habt ihr gesehen, dass wir jetzt Godfist Joe sind? Ja, die haben das wahrscheinlich mitbekommen. Laden. Vollständig geladen. Vielleicht genau das, was ich brauche, um Jack endlich auszuschalten. Wie er sagt, vielleicht genau das, was ich brauche, um Jack endlich auszuschalten. Er ist nicht so emotional bei der Sache. Ah, hier sind wir. Ah, hä, war das vorher auch schon da? Im Hauptspiel? Ist der Safe Room? Ja, ist der Safe Room. Oh nein, das, was wir bei Töchter auch hatten. Zoe Baker, vierte Klasse. Oh nein. Mann. Ich finde das eigentlich voll schade, was mit den Bakers passiert ist. Sie waren so lieb. Der Vater wollte nur eine Pension machen. Was haben wir jetzt zu looten? Nein. Ein bisschen was zum Snacken. Oder One Punch Man kann man auch machen. Hier gibt es viel zu wenig Insekten. Laden. Danke, geh mir aus dem Weg. Okay, warte. Laden. Vollständig geladen. Laden. Vollständig geladen. Vollständig geladen. Oh, wir haben kein Inventar mehr, sehe ich gerade. Tausendfüßer gesnackt. Laden. Vollständig geladen. Schade. Mal gucken, ob wir das auch kaputt machen können. Wäre nur logisch eigentlich, aber naja. Gute Blut. Vollständig geladen. Selbst Fettwanz mit einem Schlag. Oh, eine Champion-Puppe. Nochmal 5% mehr Damage. Ist die Frage, geht das immer vom Grundwert aus oder von dem erhöhten Wert? Da vorne sein. Wir kommen also wieder zum Baker-Anwesen. Ah, guck mal, hier noch eine Boxerpuppe. Ah, wie geil. Zwischen den ganzen anderen Puppen.
Er hat es hinter sich. Okay. Ja, die haben hier ihre Station aufgeschlagen. Wie es aussieht. Verdammt. Was ist hier passiert? Was ist passiert? Ich glaube, da müssen wir gleich rein. Irgendwas sagt mir, dass wir gegen den unten im Zerlegungsraum kämpfen müssen. Verlorenes Inventar wurde in die Inventarbox gelegt. Getier. Nehmen wir mit. 12 Boxerpuppen. Noch mehr Getier. Metallschrott. Championspuppen, Getier, Wurfspeere. Die werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen, aber egal. Das packen wir hier hin. Packen wir das ganze Getier in die Reihe. Das kommt nach hinten. Die Puppen kommen hier hin. So. Hilfearznei. Wir haben die Gewebeproben analysiert, von denen wir annehmen, dass sie von Jack Baker stammen. Die Zellen zeigen eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen physische und chemische Schäden. Das E-Serie Muttermycet sondert ein Telomerase-ähnliches Enzym durch die Zellwand ab, wodurch eine anormale Aktivierung des ERK-Wegs ausgelöst wird, das eine Zellspaltung erzwingt und so beschädigtes Gewebe regeneriert. Jedoch führt das wiederholte Zellteilung rasch zu einer Auflösung der interzellularen Struktur, was zu dem verschlammenden, schlackeähnlichen Effekt führt, den wir in den gesammelten Proben beobachten konnten. Unsere Arbeitshypothese beschreibt dies einem Erreichen der Hayflick-Grenze zu. Man beachte auch, dass die Proben von anderen Familienmitgliedern, die Ehefrau Margaret, der Sohn Lucas und die Tochter Zoe, nicht dieselben extrem regenerativen Eigenschaften aufweisen. Die Symptome unterscheiden sich womöglich von Person zu Person. Weitere Forschung vonnöten. Okay. Warte. Laden. Vollständig geladen. Auf dem Poppes. Produktbezeichnung AMG-78. Dieses Produkt wird entwickelt, um den Transport von schwerem Gerät und Vorräten zu erleichtern. Das ist übrigens das, was wir hier in der Hand haben. Wenn angelegt, erfasst es die Nervenimpulse des Trägers und synchronisiert diese mit einem Servomotor, der eine Maximalleistung von mehr als 50 Pferdestärken erlaubt. Modernste Schockabsorber reduzieren den vom Träger gefühlten Rückstoß auf null. Technische Spezifikation, Maximalleistung 78 AP, 6000 RPM. Maximal Drehmoment 155 Newton pro Meter, keine Ahnung, 4500 RPM, Gewicht der Einheit 5,5 Kilo. Überleg mal, du hast da etwas an der Hand, mit dem du zuschlagen kannst, wenn es vollständig aufgeladen ist, was 50 Pferdestärken gleichkommt. Als wenn du von 50 Pferden getroffen wirst. Ich glaube, das tut weh. Mal speichern. Okay. Ich glaube, das merkst du nicht mehr, dass es wehtut, wenn es trifft. Impossible. Ja. Das kann natürlich sein. Es sei denn, du wirst halt sehr ungünstig getroffen. Wart's nur ab, Jack. Zoe kommt mit mir. Ich wünsche es ihm. Also den Joe, dass er Zoe mitnehmen kann. Guck, da sitzt sie. Zoe! Doch kein Zerlegungsraumkampf. Ich lasse den Raum. Durch. Ist sonst noch irgendwo was? Nee. Okay, wir hatten nur die zwei Erste-Hilfe-Ampullen. Erste-Hilfe-Arzneien. Na gut. Barfuß ist die auch. Zoe! Zoe! Wach auf! Wach auf! Hallo, Cthulhu Jack. Arme Kind! Bist du noch ein tollwütiger Hund? Bin ich ein Fan? Zeig's mir! Laden. No!
Geladen. Vollständig geladen. Ja. Du kennst mich noch, oder? Weißt du noch, wie ich dir als Kind die Nase gebrochen habe? Weißt du noch, wie ich dich in den Sumpf geschmissen habe? Vollständig geladen. Verdammt. Au. Heil dich! Hey, du schummelst doch nicht, oder? Geladen. Vollständig geladen. Ach, verdammt. Ständig geladen. Du warst ein Schwächling, Jack. Du konntest mich nie schlagen. Dass du ein Monster bist, heißt nicht, dass ich dir nicht den Arsch versohlen kann. Schnauze, Schnauze, Schnauze! Ah, Mist. Jetzt gebe ich den Rest. Familie, Bruder. Sorry. Lecker. Ja. Das hatten wir übrigens schon mal. Ich traue dem nicht mehr. Durch. Gleich geht's dir besser. Zoe! Zoe! Wach auf, Zoe! Joe? Was ist los? Geht's dir gut? Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Es ist jetzt vorbei. Los, 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 los! Stehen bleiben! Die Hände hoch! Runter! Waffen runter! Waffen runter! Bist du okay? Sie sind wohl Zoe Becker. Wer fragt denn? Chris Redfield,
Wir haben nach ihnen gesucht. Wir helfen. Ihnen wird es gut gehen. Ich war 3 Jahre mit diesen Monstern eingesperrt. Alle wollten mich umbringen. Unglaublich, dass es vorbei ist. Hör mal. Tief im Innern waren sie noch deine Familie, die dich liebt. Besonders dein Daddy. Selbst in seinen letzten Tagen. Wir haben sie. Taffes Mädchen. Ja, natürlich. Moment. Jemand möchte sie sprechen. Zoe. Zoe, bist du da? Du bist das. Ich glaub's nicht. Du hast es geschafft. Das haben wir beide. Du hast mich nicht vergessen. Ich sagte, ich schick Hilfe. Und ich halte meine Versprechen. Danke, Ethan. Okay, das war ein schönes Ende. Das gefällt mir. Ich hätte es nicht gedacht, weil es hieß Zoes Ende und dann mit dem Cover und so weiter. Ich hätte echt gedacht, dass sie am Ende stirbt, irgendwie sowas. Und vielleicht sogar der Joe auch gestorben wäre. Aber am Ende, sie wurde gerettet, Joe ist noch am Leben und Ethan hat sein Wort gehalten. Das ist einfach das perfekte Happy End eigentlich, ne? Sehr, sehr geil. Freut mich auf jeden Fall. Und ich mag den Joe. Ich finde den Joe cool. Einfach so mit seiner Godfist Joe, der ist, der haut sie alle weg. Der ist halt einfach der King. Schwierigkeitsgrad normal, Neuversuche 2. Speichervorgänge 13. Schläge ausgezahlt, 586 Mal haben wir zugeschlagen. Schleichangriffe 11. Hallo Pekka-Fan 17, Boxerpuppen gesammelt 13, Champion-Puppen gesammelt 4. Ich hätte jetzt noch gerne die Information von wie viel es insgesamt gegeben hätte. Das wäre irgendwie cool gewesen. Aber naja. Neue Boni freigeschaltet. Extremherausforderung. Gesamte Abschlussbelohnung Seelenklinge. Eine Extremherausforderung wird aktiviert, wenn sie in einem bereits abgeschlossenen Schwierigkeitsgrad in Zoes Ende den Startpunkt der Herausforderung passieren. Nähere Infos finden Sie unter Statistik im Pausenmenü. Extreme Herausforderung wird aktiviert, wenn Sie in einem bereits abgeschlossenen Schwierigkeitsgrad oder den Startpunkt der Herausforderung passieren. Okay. Schwierigkeitsgrad, Joe muss sterben. Hinweis wird als Schwierigkeitsgrad in Zoes Ende hinzugefügt. Okay, Joe muss sterben ist wahrscheinlich dann so ein Nightmare-Modus. Und ich frage mich halt, Waffe AMG 78A wird den Inventarboxen Zoes Ende hinzugefügt. Das heißt, wir können jetzt im Prinzip von Anfang an mit Godfist Joe spielen. Waffe M21 Flinte wird den Inventar von Zoes Ende hinzugefügt. Okay, eine Flinte kriegen wir auch noch. Godfist Joe mit Flinte, nice. Wie sieht Zoes Ende im Schwierigkeitsgrad einfach oder normal ab? Sehr geil. End of Zoe. Muss ich sagen, richtig cooles DLC. Hat mir auf jeden Fall deutlich besser gefallen als das mit Chris Redfield. Weil es halt auch ein bisschen was anderes war mal. Und natürlich wegen dem Ende. Ich muss sagen, diese Passage mit den Stegen und den Krokodilen unten und so, die fand ich nicht so geil. Aber ansonsten alles ganz, ganz nice. Ne? Muss ich ja schon sagen. Ne? Gut.